Hallo und herzlich willkommen zum War Wednesday mit Call of Duty Modern Warfare 2. Ich spiele die Kampagne weiter, mein Folgespiel wollte ich gerade sagen. Mein Spiel, was wir da irgendwie abgebrochen haben nach der Mission. Wie immer, eine Mission spielen und dann. Die Russen werden das nicht unbeantwortet lassen. Das wird unschön. Allerdings. Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemanden wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war einen Zug voraus. Jetzt hat er Tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Alejandro Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Er ist unser Ticket zu Makarov. So, dann geht's los. Verstanden. Irgendwas von Rojas rechter Hand. Negativ. Wir haben schon zweimal angehalten. Kein Zeichen von ihm. Sie halten schon wieder an. Sekunde. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein, ihn zu sehen. Los, wir haben hier ein Problem. Runter! Runter! Sie halten schon wieder an. Sekunde. Positive ID. Diese Kerle scheinen nicht froh zu sein. Ah, okay. Falsche Taste gedrückt. Wir haben hier ein Problem. Runter! Runter! Zeit dauern, Roach. Gehen Sie mit Meat und Royce durchs Elendviertel und suchen Sie nach Rojas. Er ist dort rein. Los jetzt. Achtung, es sind Zivilisten im Elendviertel. Platzierte Schüsse setzen und vorsichtig vorgehen. Okay. Meat, schaffen Sie die Zivilisten raus. Roger. Este lugar não me seguro. Não me seguro. Meine Güte. Wiederhole! Wiederhole!
geschossen. Meine Güte. Mamma mia, muss ich denn hier lang? Na gut, okay, das war vielleicht eine schlechte Idee. Vielleicht ein bisschen. Oh, da oben auf dem Dach sitzt einer. Ey, die sind ja überall hier. Das ist ja schlimm. So. Aber ist anders. Jetzt können wir erstmal hier. Da hinten sitzt einer. Schlechter Sturmsee da. Oh. Schieße aber meinen eigenen Mann hier ab. Oh, eine Granate! Hilf mir! Ich
98 halt hier, Mensch. Hat er geguckt? So, wo sind die nächsten? Okay, da oben sind welche. Schlechter Schütze, der da oben. Also. So, ich denke mal, das war's jetzt hier. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier lang laufen. Roach, wir wissen, wo Rojas ist. Er ist nach Westen unterwegs, entlang der oberen Elendsviertel-Ebenen. Wir sorgen dafür, dass er nicht zu uns zurückkommt. Schneiden Sie ihm oben den Weg ab. Wir haben keine Zeit für Verstärkungen. Sie müssen das selbst regeln. Viel Glück. Ende. Ein Hund hat mich angegriffen. Ach. Zu spät eh gedrückt. Okay. Nachladen.
Das ist Feindgebiet, Roach. Sie kennen sich genau aus. Achten Sie auf Hinterhalte und gehen Sie vorsichtig vor. Los, komm schon, jetzt.
Mist! Die sind auch überall! Hier! Ich bin an ihm dran! Er versucht durch die unteren Gassen umzukehren! Verstanden! Bleiben Sie dran! Na? Ich war jetzt schon so weit. Was? Wo bist du? Habe ich dich schon getroffen? Ich bin etwa einen halben Kilometer östlich vom Markt. Ich kann sehen, wie Rojas über die Dächer rechts von mir läuft. Verstanden! Roach, wir treiben ihn näher zu ihrer Seite des Hügels. Halten Sie die Augen nach Rojas offen. Er kommt über die Dächer. Ist besser wie er ist über dem Zaun. Ich bin dran.
Ich gehe links rum. Meine Güte. Er wollte gerade nicht sterben. Roach, er nähert sich ihrem Teil des Elendschiffes. Weiter, los, los! Nachladen. Ja gut, okay. Ich möchte keinen. Ja. So. Er ist über dem Zaun. Ich bin dran. Roger, ich gehe links rum. Denk mal, er schläft. So. Ich hätte hier rechts in die Ecke gehen. Komm. Ist da. Okay. Nachladen. Mensch, wie soll ich denn so schnell laufen und dann die Leute abknallen und. Wie sind das damals geschafft? Oh. Leute. Wir brauchen ihn lebend und unverletzt. Wir schneiden ihm oben auf dem Hügel den Weg ab. Weiter in diese Richtung treiben. Los, los! Da schmeißt kleine Granate rein. Wir brauchen ihn lebend und unverletzt. So, jetzt seid ihr alle dran. Oben auf dem Hügel den Weg ab, weiter in diese Richtung treiben. Los, los! Wir brauchen den Leben und unverletzt. Weiter in diese
Raketenwerfer. Sonst geht's doch, oder? Wenig Munition. Keine Munition. Habe ich sogar noch. Keine Munition. Keine Munition. Okay. Munition, Leute. Da. So, jetzt. Nachladen. Ja. Okay. Korn. Okay. Ghost, er will das Motorrad nehmen. Jetzt nicht mehr. Sehr gut. Er geht wieder nach rechts. Roach, nicht schießen, wenn wir sehen. Ich brauche ihn unverletzt. Haben Rockers im Auge. Upsa. Da waren ja ein paar. Ghost, er will das Motorrad nehmen! Jetzt nicht mehr! Haben Rochas im Auge! Halt! Scheiße, er kommt zu ihm zurück! Sehr gut! Er geht wieder nach rechts! Roach, nicht schießen, wenn sie ihn sehen! Ich brauche ihn unterwegs! Treibt ihn weiter auf den Hügel, Roach! Er darf nicht umkehren! Roach, er bewegt sich in ihre Richtung! Los, los! Motorrad nehmen! Jetzt nicht mehr! Sehr gut! Er geht wieder nach rechts! Roach, nicht schießen, wenn sie ihn sehen! Ich brauche ihn unverletzt! Haben Rochas im Auge! Halt! Scheiße, er kommt zu ihm zurück! Roach, er bewegt sich in ihre Richtung! Los, los! Treibt sie ihn weiter auf den Hügel, Roach! Er darf nicht umkehren! Hallo? Er ist wieder über einen Zaun gesprungen und nähert sich dem Rand des Elendsrisses! Beeilen Sie sich! Los, los! Weiter auf den Hügel treiben! Wir schneiden ihm oben den Weg ab! Lasst mich doch mal in Ruhe hier. Wo ist er? Wo ist er? Ich habe Sichtkontakt! Er rutscht dort drüben über die Blechdecke! Könnte wieder einen Beinschuss setzen! Negativ! Es sei denn, Sie wollen, dass uns die ganze Miliz danach am Hals hängt! Ich brauche ihn unverletzt! Bravo 6, wir haben das Paket. Der Helikan kommt. Meine Güte. Verdammt, der Himmel ist frei. Den Helikan. Das war jetzt eine lange Runde gewesen. Das Kommando hört nicht auf uns. Wir sind auf uns allein gestellt. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich bin ja diesmal richtig oft gestorben. Sonst habe ich es immer mit einmal geschafft, aber diesmal tausendmal gestorben. Hören wir uns mal an, was er jetzt sagt, und dann bin ich auf.
Sand Bravo, wir sehen 70 Feinde in Ihrem Bereich. Bitte bestätigen. Sehr lustig, Station. Negativ. Total negativ. Over. Könnte ein Fehler in einem der ACS-Module sein, Sir. Sand Bravo, Systeme werden gerade auf Fehlfunktion überprüft. Der Himmel ist frei, Station. Sie haben da ein paar Phantompunkte. Over. Zulu X-Ray 6. In Ihrem Bereich werden etwa 100 Feinde angezeigt. Negativstation. Alles bestens. Ich weiß leider auch nicht. Sonneninterferenz? Starke Sonnenfleckenaktivitäten heute. Sierra Delta, wir haben hier vielleicht ein kleines ACS-Problem. Sehen Sie irgendwelche Feinde? Over. Sie sind überall! Sierra Delta, wiederholen Sie! Ich sehe Kampfjets über der I-95! Wie zur Hölle sind Sie durchgekommen? Bereithalten. Kontaktieren die nächsten Einheiten in diesem Bereich. Verstehe. Hier ist Sergeant Foley, 1. Bataillon, 75. Ranger Regiment, befehlshabender Commander von Hunter 2-1. Hören Sie mich? Over. An alle Stationen. Achtung! Satellitenüberwachung wurde deaktiviert. Geräuschüberwachungssystem zurzeit nicht einsatzbereit. So, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.